Boah. Mila. Er ist Franz Findig, der weltgrößte Detektiv. Was machen wir jetzt? Wir gehen uns meine Traumkiste ansehen. Bruder, dazu gibt es eine kleine Geschichte. Ich war pleite, so fangen alle meine Geschichten an. Und ich war allein in meinem Zimmer, ich habe ein Bild ausgedruckt von einem Auto. Und dieses Auto wollte ich mir mein ganzes Leben lang kaufen. Nicht mein ganzes Leben, aber ab diesem Moment, wo ich wusste, dass es dieses Auto gibt. Ich meinte, irgendwann, wenn ich kann, werde ich dieses Auto holen. Ist auf jeden Fall ein Auto. Ich schwöre allein, dass wir uns das anschauen können. Ich bin sehr dankbar dafür. Wenn der Typ gleich den Preis sagt, kann sein, ich knick um. Kann sein, du musst diese, wie heißt das? Auf Brust pumpen, aber nicht auf Mund küssen, weil es halb. Das ist auf jeden Fall das, was jetzt ansteht. Wir gehen uns zusammen den, vielleicht eventuell, den neuen Jindawi-Mobil anschauen. Ich bin gespannt. Wir kommen uns einen so krassen Wagen anschauen. Guck mal, mit was wir gekommen sind. Ach so, ich muss doch diese Roller zumachen. Nicht, dass einer jetzt einmal losfährt auf meinen Nacken. Ey, hallo Mercedes. Wir kommen ein Auto kaufen. Oh mein Gott, der ist ja Wanda. Er ist einfach da. Aber. Luisa, das ist er. Das ist er. Was sagst du? Das ist eine Maschine. Waschmaschine oder was? Nein. Du brauchst doch Schlüssel. Jana, geh mal rüber, Luisa. Komm, steig mal ein, mein Paddle. Steig mal ein. Nicht hier einsteigen, Luisa drüben. Ich muss erst mal riechen. Wenn sie jetzt reinkommt und sagt, ja, Mann, Walla, wir holen den. Ich weiß noch nicht, wie auch raten. Luisa, würden wir hier Teller waschen bei Mercedes? 100%. Wir wollen den haben. Könnt ihr Raten machen? 1584 Monate? Nein? Was ist das? Irgendwelche Knöpfe, keine Ahnung. Drück einfach irgendwas. Hallo. Jordan. Was ist das, diese Knöpfe? Turbo, Iowa Nitro, 60 Balance und Schleudersitz, wenn du zu frech bist. Ey, Nedir, weißt du, was hier alles reinpasst? Hm. 10 Koffer, ein Kinderwagen, eine Babyschale, hier passt alles rein. Ich würde Imani so nehmen. Luisa, machen wir jetzt noch ein paar professionelle Bilder. Wir machen so professionelle Musik rein, die professionellste, die es gibt. Und so ein bisschen Felgenfilm und so, du weißt auch, professionell, damit die Leute wissen, was für ein Auto es ist. Das Sparschwein nicht an seinem Fleck, verschwunden einfach so und weg. Und schleicht sich noch ein Typ ums Eck, weiß er schon längst, was geschah. Ey, der ist schon krass, ne? Der Luisa, der ist krass. Wir müssen jetzt ein bisschen Psychologie machen. Wir müssen irgendwas in diesem Auto verstecken und wenn wir es kaufen, holen wir es wieder raus. Das zieht so das an, dass wir das Auto kaufen, glaub mir. Guck mal, du versteckst 2 Euro. Und ich verstecke das Haargummi. Okay, Alter, dieser Typ regt mich auf. Warum guckt er sich den Wagen an? Luisa, nächstes Mal schmeiß mit deinem Handy gegen seinen Kopf. 2 Monate später. Okay. Morgen geben wir unser Auto ab, um es so in Zahlung zu geben und holen das neue ab. Und ich bin jetzt einfach nochmal gegen die Wand gefahren, ja. Wie konnte mir das passieren, ja? Ich zeig euch das. Guck mal, Amerika, was habe ich gemacht? Ich war müde, ja, was soll ich sagen? Scheiße. Und ich dachte mir die letzten Wochen so, okay, die haben so dieses Auto gecheckt, dann haben die gesagt, so und so viel Geld würdet ihr fürs Auto bekommen. Das ist ja unser Auto, das ist ja nicht geleast oder finanziert. So und so viel würdet ihr bekommen. Und dann dachte ich mir so, ey, wäre schon krass, wenn ich jetzt letzte Woche irgendwie einen Unfall damit bauen würde. Das Ding ist, dieses Parkhaus ist so eng. Guck mal, piept schon wieder überall, Alter. Was, piep? Man traut sich gar nicht mehr zu fahren, Alter. Und das andere Auto, was ich hole, ist größer. Wie soll ich hier klarkommen? Ey, so Leute, der Tag ist gekommen. Wir verabschieden uns von unserem Auto. Was sagst du? Wallah traurig. Wallah mies traurig. Das ist kein Leasing-Auto oder so gewesen. Wir haben das gekauft, Wallah, mit unserem eigenen Geld. Und jetzt verkaufen wir es, um unser neues zu holen. Hast du noch ein paar Worte fürs Auto? Wallah, ich weine gleich. Was soll ich sagen? Lass die Kollegen erstmal rüberschauen. Gib uns noch einen Moment. Wir verabschieden uns von dir. Du warst eine gute Karre. Du warst unsere erste richtige Karre, die wir uns gekauft haben. An den nächsten, den du rumfahren wirst, fahr ihn mit Liebe, schenk ihm Glück und Gesundheit und wir werden dich nie vergessen. Komm, man muss auch loslassen können. Aber manchmal will man einfach nicht loslassen. Man denkt an alles, ne? An die Sachen, die Mila hinten kaputt gemacht hat. Irgendwo ist ja auch schön, dass wir uns ein neues Auto holen. Dass mehr Platz ist für Imani, dass wir uns unseren Traum erfüllen. Ich werde nie vergessen, Walla. Ich werde dieses Auto nie in meinem Leben vergessen. Es ist so schwer, sich von etwas zu verabschieden. Vor allem mir fällt es immer so schwer. Auch wenn man denn, zum Beispiel jetzt kriegen wir ein viel besseres Auto, aber dieses Auto war was ganz Besonderes, Walla. Es war so schön. Es
war unser erstes Auto. Andererseits freue ich mich auf das andere Auto, weil es ist halt mehr Platz. Dann ist mehr Platz für Imani da. Wir haben uns in erster Linie nur ein größeres Auto gekauft. Wegen Imani. Ich bin Franz Findig, der weltgrößte Detektiv. Jeden Dieb, den find ich ganz schnell und effektiv. Niemals. Wo ist unser? Ich glaube, es ist der Nebel. Oh mein Gott, Nebel. Geht's los? Ja, gerne, gerne. Okay, geh. Okay. Also, als allererstes, so, diese beiden Schlüssel. Okay. Dürfen Sie gerne Ihr Auto öffnen. Sehr schön. Was ist das hier, Actionfilm, ja? Einzeln oder zusammen runterziehen? Ich will, dass Luisa es runterzieht. Nein, nein. Doch. Nein. Ja. Okay, Amerika. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Krass. Babam, babam, bam. Wer hat die Blumen geschenkt? Mercedes. Warum schenkst du meiner Frau Blumen? Okay, Leute, ich steig jetzt ein. Wir fahren jetzt raus. Auf jeden Fall bin ich sehr glücklich. Bei Nadas Traum ist in Erfüllung. Halt, wenn nicht auch dein Traum wurde zwischendurch. Deine Träume sind auch meine Träume. Und wenn dein Traum in Erfüllung geht, ist es so, wie als würde mein Traum in Erfüllung gehen. Und ich weiß, dass Nada sich so sehr dieses Auto gewünscht hat. Wir waren in Düsseldorf und wir haben das Bild ausgedruckt zusammen. Und er meinte zu mir, dass das sein Traumwagen ist. Und jetzt sitzen wir einfach hier. Im Stau. Du denkst, aber oh, ich werde mies drücken. Nichts kannst du drücken. Einzige, was drückt, ist mein Rücken, ja. Einzige, was ich drücken kann hier, Wanda. Ist doch nicht schlimm, aber, oder? Hauptsache, er stinkt nicht, Neville. Luisa, der erste Furz in den neuen Sitz. Seid mir ehrlich, wer von euch hat noch nie in seinem Leben gefurzt? Hm? Also, alle haben gefurzt. Natürlich haben die gefurzt. Aber man muss nicht in seinen neuen Sitz reinfurzen. Luisa, Revier markieren. Revier markieren, du hast keine Ahnung. Okay, soll ich jetzt auch furzen? Du nicht, das geht nur bei Fahrersitz. Hey, hallo Amerika, ein neuer Tag beginnt. Wir haben eine Sache vergessen. Wir haben doch in diesem Auto Sachen gebunkert, um unser Revier zu markieren. Ja. Meint ihr, die Sachen sind noch hier? Voila, wir haben noch nicht geguckt. Ey, hallo Amerika. Ich sag, das ist mit Reviermarkieren funktioniert. Reviermarkieren funktioniert. Was hast du versteckt? Du hast ein Haargummi damals versteckt. Mal sehen, ob das Haargummi da ist. Ja! Niemals. Hey, wow. Guten Morgen, Amerika. Das erste Mal in diesem Auto. Mila, bist du bereit? Ja. Ich steige mich an. It's time! It's weekend time. It's Mila time! Ah, ja! Was machen wir? Wollen wir erstmal was essen gehen? Jindawi Bowl? Jindawi Bowl. Jindawi Bowl? Jindawi Bowl. Yalla. Jalla, jetzt genießen wir unsere Jindawi Bowl mit unserem Cousin. Alles klar, Cousin? Wie geht's? Willst du auch Jindawi Bowl? Ja! Ganz aus! Hör auf, Digga, was ist los mit dir? Was willst du von mir, Digga? Wie heißt der Hund? Sasu. Sasu? Sasu, wie geht's? Luisa, der isst den Tisch auf. Was soll ich machen, ey? Ja, wir müssen diesen Tisch von ihm wegmachen, oder? Komm her. Ja, hier, das sollst du essen, Digga, und kein Holz. Du musst nachdenken, Mann. Komm her. Setz dich hin. Schmeckt unglaublich, wa? Nein, nicht mich essen. Hey, Digga. Gönn dir viele Vitamine. Da ist ein bisschen Jindawi Bowl drin. Ey, wa. Und nur mit Taschenlampe, Lupo und genialen Grips löse ich jeden Fall 1-3 fix. Ey, wa. Nadir, du hast mir doch gesagt, das Auto kann pupsen. Ja, so, es macht so Geräusche. Kannst du mir das zeigen? Kann ich dir zeigen. Willst du Soundcheck machen, ja? Mhm. Willst du auch Soundcheck, Luisa? Ja.
Wir geben Gas, dann bringen wir das Auto so richtig zum Furzen, okay? Stell dich mal hier hin, Mila. Von hier kommt gleich der Ton raus, okay? Da klopft was. Er ist Franz Findig, der weltgrößte Detektiv. Okay Leute, das war's mit dem Video. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Wir haben uns unseren Traum erfüllt und wir wünschen euch allen, dass ihr eure Träume auch euch erfüllen könnt. Dankeschön. Leben wir noch heute. Seid eingeschlafen.